Hallo. Herr Meier, ja. Sie verlassen uns ja bald, habe ich gehört. Ja, ja, der ist viel besser geworden. Ist schon besser geworden. Also auch hier raus sein zu können, sein. Ja. Okay, wunderbar. Oh Gott, was ist da los? Ich will mal einen Kaffee holen. Oh, Gott. Ach du Jemini. Hallo? Alles in Ordnung? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was ist das denn? Ach Mist. Verdammt, jetzt wird mir das auch noch vom Lohn abgezogen. Bleiben Sie mal ganz ruhig, ganz kurz so liegen. Genau, holen wir mal bitte den Stuhl. Haben wir einen Rollstuhl? Tut Ihnen irgendetwas weh? Nee, geht schon. Geht schon, sagen Sie? Ja. Also Sie sind ganz schön doll auf das Bein gekracht. Mal feststellen. Ja. Ach, das geht schon. Oh, das tut weh, ne? Ja. Ja, dann gehen Sie erstmal hier hoch, wir helfen Ihnen. Gib mir mal die Akte. So. Greif du mal die andere Seite. So schnell haben wir Patienten normalerweise auch nicht bei uns auf der Station in die Hände bekommen. Sie ist mir quasi auch direkt vor die Füße gefallen. Sie wirkt hier relativ in Hektik und genau was sie hier wollte, beziehungsweise warum sie hier auf Inlinern bei uns auf der Station unterwegs war, das konnte ich mir auch noch nicht erklären. Generell war es erstmal mir daran gelegen, die Patientin zu beruhigen. Und ich habe gesehen, dass sie mit dem rechten Fuß weggeknickt ist und dort gab sie auch verstärkt Schmerzen. Deswegen wollte ich sie unbedingt erstmal untersuchen. Ja, ich fahre normalerweise mit dem Fahrrad das Essen aus. Also Sie sind aber im Kurierdienst. Ja, genau. Aber ich hatte leider heute nicht Platten und weil ich so Zeitstress hatte und unbedingt arbeiten musste, habe ich einfach mal Inliner genommen. Okay. Geht das? Wollen wir die Ecke auch noch aussehen, dass wir natürlich. Was tut denn am meisten weh? Mein Fußgelenk. Das, was gerade auch beim Aufstehen wehgetan hat. Okay, dann schauen wir uns das am besten an. Zum jetzigen Zeitpunkt deutet nichts darauf hin, dass Assistenzarzt Frederik Seehauser und seine Kollegen schon bald in eine handfeste Lüge hineingezogen werden. Denn der wahre Unfallhergang soll noch Unstimmigkeiten erbringen. Oh, das tut weh, ne? Ui. Ui, das sieht man ja gleich. Legen Sie es mal ganz ruhig ab, das Bein. Oh, da können wir auf jeden Fall schon... Vorsicht! Ja, ja. Was wir erkennen können, ist eine ordentliche Schwellung. Und wenn ich versuche, mal so zu mobilisieren, wenn ich jetzt... geht nicht, ne? In Supinationsstellung, ganz schwierig, ja. Also, Amelia, wir brauchen hier auf jeden Fall ein Röntgen. Mhm. Anders kann man das nicht sehen. Und ich muss wirklich jetzt schon davon ausgehen, dass wir hier fast sagen können, dass das Sprunggelenk stark lädiert ist, dass wir hier fast schon davon sprechen können, dass es Soll ich in der Radiologie anrufen? Ja, das wäre super. Ja. Das heißt? Wir machen jetzt einen Frakturausschluss. Wir müssen davon ausgehen, dass eventuell das Sprunggelenk hier gebrochen sein könnte. Das würde in das Verletzungsmuster auf jeden Fall passen. Im schlimmsten Fall müssen Sie auf jeden Fall, wenn es gebrochen ist, müssen Sie operiert werden. Was? Mhm. Ach du Scheiße. Nee, das geht nicht. Ich muss Essen ausliefern, ich muss arbeiten. Das geht auf gar keinen Fall. Also haben Sie denn Ihre Versichertenkarte auch bei? Ich habe sie jetzt gerade in der Radiologie auch angemeldet. Ich war gestern bei meiner Schwester zu Besuch, da habe ich das vergessen. In meiner Jacke ist ein Handy. Ja. Dann schreibe ich ihr eben. Die will dann auch sofort kommen. Passt doch gerade. Ja, genau. Ich schreibe eben. Okay, machen Sie es am besten ganz in Ruhe. Sagen Sie gleich am besten aber auch, vielleicht soll sie Ihnen ein paar Sachen mitbringen. Es geht nämlich darum, falls es hier schlimmer ist, dann würden wir sie gleich stationär aufnehmen. Das muss sie aber erst noch herausstimmen. Okay. Ach du Scheiße. Boah, das geht aber nicht. Ich muss echt arbeiten. Ein Unfall tritt ja relativ spontan auf und es reißt die meisten Patienten mitten aus dem Alltag und damit meistens auch aus dem Berufsleben heraus. Bei meiner Patientin war es jetzt sehr extrem, dass sie irgendwie einen Drang hatte, immer weiter zu arbeiten, beziehungsweise es schien fast so, dass sie arbeiten müsste. In diesem Fall muss man aber ganz klar den Patienten die Augen öffnen und ihnen klar machen, dass wenn sie jetzt sich nicht vernünftig versorgen, beziehungsweise im Zweifel sogar operieren lassen, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Und ich glaube, hier verstand man von der richtigen Aufgabe noch, der Patientin das klar zu vermitteln, denn die wollte das Ganze nicht einsehen. Noch eine Bitte. Könnten Sie wohl die Inline-Skates und die in den Helm verstecken, sodass meine Schwester das nicht sieht? Nicht mitbekommt, das wäre super. Also es ist ja sowieso, dass die ärztliche Schweigepflicht gilt. Das heißt, zum Unfallhergang werden wir natürlich jetzt erstmal nichts sagen, beziehungsweise den Umständen cool. Entsprechend. So natürlich werden wir Sie aber informieren, dass Sie gerade in der Radiologie sind, falls Sie es wollen. Ja, ne? aber nicht sagen. Die seltsame Bitte der Patientin macht nicht nur den behandelnden Arzt stutzig. Was dahinter steckt, kann sich aber erst später klären. Als die ältere Schwester der 22-Jährigen auftaucht, wird der Fall zunächst immer verworrener. Okay, dann können Sie gerne mal mitkommen. Wir haben eh die Befunde noch nicht besprochen. Hallo. 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 Wer sind Sie? Ich sollte nach hier kommen. Ich bin Lennart de Vries. Komisch, dass Sie mich eh nicht kennen, Künstler. Michelle hat mich angerufen, ich sollte nach hier. Sie kennen sich. Schön, dass man dich auch mal sieht. Ja, natürlich bin ich hier. Ich freue mich aber auch, dich zu sehen. Also, und Sie gehören zu der Patientin, zu Frau Engels? Ja, genau, das ist meine Freundin. Ah, okay. Ja, wir sind eh gerade dabei, die Befunde zu besprechen. Wenn Sie wollen, können Sie gerne mit reinkommen. Ich habe eh nicht so viel Zeit. Also, ich habe gerade auch noch ein
ja, eine schöne Idee gehabt und sowas. Mhm. Also eigentlich muss ich schon wieder weg. Weil, aber du bleibst wieder nicht da. Nee, aber es reicht doch, dass du hier bist, oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Okay, wunderbar. Wir klären es am besten gleich drin. Klären Sie das, wie Sie möchten, wer da bleiben sollte. Mitkommen. Als der Freund unserer Patientin mit der Schwester zusammentraf, konnte man schon eine gewisse Anspannung spüren. Man merkte, dass da irgendwas im Argen ist und nichts stimmte. Allerdings war es für mich auch sehr merkwürdig, dass er als Freund nicht bei seiner Freundin bleibt und dann einfach ging. Aber was der Grund war, zeigte sich ja später. Michelle. Ja, wenn das ist, rufe ich dich. Ja, ich bin beim Joggen umgeknickt. Beim Joggen? Beim Joggen sind Sie umgeknickt, Frau Engel? Ja, genau. Okay. Ich bin auf eine Wurzel getreten und dann bin ich umgeknickt. Das sieht ja schlimm aus. Ja. Hoffentlich ist es nicht ganz so schlimm. Und was hat er hier wieder gemacht? Ja, der hat mich kurz besucht. Mal kurz, cool. Das ist ein bisschen genau, kurz. Ja. Hat er wieder keine Zeit für dich gehabt? Ja, ja, du weißt ja, Künstler, wenn ihn eine Muse küsst, muss er los. Ja, klar, wer es glaubt. Mich hat's schon gewundert, dass sie ihrer Schwester erzählt hat, dass das Ganze beim Joggen passiert ist. Weil wir kennen ja den wahren Hintergrund. Und ja, das ist für uns halt immer ein bisschen merkwürdig, haben aber Schweigepflicht einzuhalten. Und ja, da müssen wir das Spielchen halt mitspielen. Das ist eine Röntgenaufnahme von ihrem Sprunggelenk. Und das Problem, was Sie hier ganz deutlich erkennen können, ist, dass dieses Fragmentstückchen, was hier so in einer Linie sein sollte, nicht in einer Linie ist. Das heißt, es ist da rausgebrochen. Und leider Gottes sieht es auch noch so aus, dass wahrscheinlich hier die Syndesmose beteiligt ist. Also das Bindegewebe zwischen den beiden Knochen, die ihr Sprunggelenk bilden, okay, bzw. die Sprunggelenksgabel bilden. Wir müssen auf jeden Fall eine OP machen. OP? Ja. Sie wollen mich operieren? Ja, müssen wir. Also wir werden hier eine Plattenversorgung machen müssen mit Schrauben. Wir müssen das Fragment mit einer Schraube wieder zurückführen. Ja. Das heißt, Sie fallen damit, weil Sie ja vorhin schon mal gefeiert hatten, bestimmt erstmal ein halbes Jahr aus. Ein halbes Jahr? Ja, das ist doch gar kein Problem. Nein, jetzt mach dir doch keine Gedanken. Guck mal, ich kann noch für dich zur Uni fahren, zur Bibliothek und hole die ganzen Unterlagen. Ach, wie lieb von dir. Also, das schaffen wir doch. Nein, ja, das brauchst du wirklich nicht. Das ist doch gar kein Problem. Wir schaffen das. Jetzt mach dir doch keine Gedanken. Jetzt lass es erstmal machen. Und vor allem, wenn ich mal über. Warum hast du gerade eigentlich den Brief da versteckt? Ach, was war das denn jetzt schon das wieder? Nur, Post ist nur übliche Bürokram. Das nichts. Hm. Alles gut. Okay. Ja. Also, Frau Engel, wir machen es jetzt so. Sie werden hier bei uns stationär aufgenommen. Darum kümmert sich die Schwester Amelia. Die geht das alles mit Ihnen durch. Anscheinend war es so aber, dass die Patientin nicht nur Fahrerin ist für einen Essenslieferanten, sondern dass sie auch noch mitten im Studium bzw. in ihrer Klausurenphase steckt. So berichtet das jedenfalls die Schwester meiner Patientin. Das Ganze ist natürlich eine enorme Doppelbelastung. Und das würde auch zeigen, warum sie so aufgebracht war und gar nicht so lange bei uns hier im Krankenhaus bleiben wollte. Dass hierbei aber alle Fakten nicht ganz so richtig waren, das sollte sich erst ganz am Ende herausstellen. Auch wenn es erstmal düstere Nachrichten sind, glauben Sie mir, wenn wir das jetzt hier nicht richtig versorgen würden, operativ kommt es hier zu Pseudarthrosen, zu Verwachsungen, dann können Sie vielleicht im Zweifel nie wieder richtig das Bein belasten. Also lieber jetzt einmal richtig machen. Okay. Und der Weg ist ein bisschen steiniger und anstrengend, aber dann haben Sie was Vernünftiges. Mhm. Haben Sie die Karte dabei? Ja. Gleich am folgenden Morgen wird Frederik Seehauser seine gestürzte Patientin am Sprunggelenk operieren. Unmittelbar vor dem Eingriff kreisen die Gedanken der Studentin und Essenslieferantin jedoch mal wieder nur um ihren Job. Wir haben jetzt erstmal die operative Versorgung. So, die steht erstmal an erster Stelle. Und wenn das passiert ist, sind es mindestens jetzt erstmal so die nächsten, sag ich mal, 6 bis 7 Tage stationärer Aufenthalt. 7 Tage? Mhm. Kann man da gar nichts mehr machen? Nee, das bringt ja auch nichts, wenn die da schneller rauskommen. Nee, sie müssen sich jetzt auch erstmal um sich hier kümmern. Ne? Das ist muss arbeiten. Was soll denn aus Lennart und mir werden? Lennart ist der Freund der Patientin, der war gestern auch zu Besuch nach dem Unfall. Genauso wie ihre Schwester, die war ja auch dort. Genau, und jetzt denken Sie auch mal an was Schönes, zum Beispiel an Ihre Schwester. Ich habe die eben kennengelernt und die scheint ja echt eine wirklich tolle Frau zu sein. Die ist richtig besorgt und jetzt, ne? Das ist echt lieb, das hat sie gar nicht verdient. Ich bin die ganze Zeit am Lügen vor ihr, das tut mir so leid, das hat sie echt nicht verdient. Frau Engel, jetzt konzentrieren Sie sich erstmal auf die Operation. Ja, da gehen Sie mit einem guten Gefühl da rein. Gleich wird der anästhesiologische Kollege kommen. Eigentlich hätte ich gedacht, dass man in so einer Situation eher dankbar wirkt, wenn man solche Verwandten hat, die sich liebevoll nur um einen kümmern möchten. Sie sprach irgendwie davon, dass sie die Schwester nur anlügen würde. Warum das so war, das sollte sich natürlich dann erst später rausstellen. Frau Engel, wir schaffen das schon zusammen.
Keinen machen sich nicht so viele Gedanken. Und konzentrieren Sie sich jetzt erstmal auf sich ein bisschen, ne? Genau, wir sind da und jetzt bringen wir Sie hier erstmal, ne, wieder in Ordnung. Ob Michelle ihr Bein in Zukunft wieder normal wird belasten können, hängt davon ab, ob der Eingriff ohne Komplikationen verläuft. Am Tag nach der Operation überschlagen sich dann die Ereignisse. Es wurde tatsächlich eine Plattenversorgung mit Schrauben, beziehungsweise haben wir hier eine Refixierungsschraube. Ich komme jeden Tag rein. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich brauche einfach zum Malen und Zeichnen einfach Strom. Also du musst dir echt was einfallen lassen. Ja, ich brauche echt gleich was. Michelle, was versteckst du denn schon wieder? Nichts, ist auch wieder nur Bürokram. Schön, dass du da bist. Mein Gott. Ja. Und was war das jetzt? Was ist hier mit Strom? Wollen wir das nicht lieber auf dem Patientenzimmer besprechen? Und das Ganze konnte ich nicht ganz so deuten, aber anscheinend ging es hier irgendwie um irgendwelche Zahlungen, Rechnungen oder das Wort Strom fiel auch noch. Für mich war das alles ein ziemlich großes Rätsel, aber vielleicht soll die Patientin später Klarheit bringen. Ja, und jetzt möchte ich das gerne mal wissen. Was ist das für ein Brief? Ja, jetzt druck's doch nicht so rum. Du hattest den vorgestern auch schon im Brief. Ja, und hast auch schon was versteckt. Das war ein anderer. Ja, aber was ist es denn? Du kannst mir doch vertrauen. Was ist denn so schlimm, was du mir nicht sagen kannst? Ja, wir können den Strom nicht bezahlen. Wie, ihr könnt den Strom nicht bezahlen? Was ist denn los? Ja, das Leben ist halt teuer. Zeig mal den Brief. Also, das Geld wächst ja nicht auf die Bäume, ne? Ja, genau. Wir können den Strom nicht bezahlen, die Miete, da sind wir auch im Verzug. Ich weiß nicht genau, wie ich das alles stemmen soll. Ich bin jetzt... Ja, wieso du denn alleine? Was ist denn mit dir? Ja, ich habe da gar keine Zeit für und ich werde bestimmt nicht irgendwelche Dienstleistungen machen. Dafür bin ich viel zu schade. Bitte? Ja, und ich komme irgendwann noch groß raus als Künstler und jetzt passiert so eine Scheiße. Klar, Künstler, du sollst Geld verdienen. Siehst du doch hier. Vielleicht solltest du auch mal jetzt, nachdem ich verletzt bin, anfangen zu arbeiten. Ach, jetzt soll ich anfangen, hier irgendwie zu arbeiten? Wie soll ich denn mit dem Fuß? Länger aus. Entschuldigung, aber wenn du so blöd warst und hier mit den Inlineskaters durch die Gegend fährst... Wie jetzt, Michelle, Inliner? Ich denke, das ist beim Joggen passiert. Na, nicht ganz. Ich war nicht joggen, ich habe Essen ausgeliefert. Wie Essen ausgeliefert? Ich habe jetzt seit einem halben Jahr das Studium abgebrochen. Nee, das ist nicht wahr. Ja, du siehst es ja. Wir brauchen irgendwie Geld. Wir kommen nicht über die Runden. Und er war die ganze Zeit am Malen zu Hause und ich habe dann Vollzeit angefangen, an meinem Essenskurier zu arbeiten. Ja, aber Michelle, merkst du noch was? Es kann doch nicht alles an dir hängen bleiben. Sie gibt ihr Studium auf? Ja, irgendwie muss ja Geld reinkommen, oder? Ja, dann geh arbeiten, verdien Geld. Sie kann das nicht alles selber machen. Warum soll ich denn arbeiten? Das war doch bis jetzt alles gut. Jetzt die Mahnungen, dann müssen wir uns halt... Nichts ist gut. Frau Engert wird jetzt erstmal die nächste Zeit auf jeden Fall ausfallen. Also körperliche Arbeit sehe ich jetzt in den ersten Monaten sowieso nicht. Und wir müssen auf jeden Fall so 8 bis 12 Monate auf jeden Fall nochmal die Folge-OP mit der Metallplattenentfernung machen. Also eine Tätigkeit wie zum Beispiel den Kurierdienst können Sie auf jeden Fall nicht machen. Da hast du es gehört. Irgendwie muss jetzt... Ich schaff das nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Beruhig dich. Weißt was? Und es ist, glaube ich, jetzt besser, wenn du gehst. Ich denke, das hast du mir nicht zu sagen, oder? Ja, aber ich brauche hier keiner. Also ich bin hier für meinen Schatz und wenn sie möchte, dass ich hier bleibe, dann werde ich auch hier bleiben. Wie lange warst du jetzt hier? Wie oft warst du hier? Du arbeitest nicht. Ich reiß mir hier... Ich fahre hier die ganze Zeit Essen aus. Ich tue alles, damit wir irgendwie unsere Miete gestemmt bekommen. Was machst du zu Hause? Hast du irgendwas mal gemalt? Oder irgendwie mal Geld reingeholt? Nein, aber das dauert halt noch, ne? Also... Wie lange sollen wir denn warten? Jetzt braucht man Geld. Ja, bis jetzt lief das ja alles. Geh jetzt einfach. Ja, das kommt ja jetzt. Ja, ohne Witz. Jetzt, komm. Willst du wirklich, dass ich gehe, oder was? Ja. Das verstehe ich nicht. Ja, dann werde ich halt gehen, aber... Kannst du kurz zeigen, wo die... Ich meine, das kann man ja alles nochmal nachrichten. Ja, und komm am besten auch gar nicht mehr wieder. Ja, war ja klar. Für mich war das Ganze ein totales Unding, wie er mit seiner Freundin umgegangen ist. Umso erfreut war ich gewesen, wie sie das Ganze beendet hat und ich ihn auch rausbegleiten durfte. Sie haben so viel Unterstützung mit ihrer Schwester. Ich hoffe einfach, dass du aus dieser Sache lernst. Also wichtig ist vor allem ganz klar jetzt, klar gibt es natürlich
Geldtechnisch da vielleicht ein paar Probleme, aber die eigene Gesundheit ist wichtiger. Wenn Sie sich nämlich jetzt nicht auskurieren, kann das wirklich langfristige Folgen haben, wie eben sogenannte Pseudoarthrosen oder Verwachsungen, die dazu führen, dass Sie vielleicht Ihr Bein gar nicht mehr richtig belasten können. Also jetzt keinen falschen Ehrgeiz oder aus falscher Motivation handeln. Und wenn Sie jetzt zusammen vielleicht eine Lösung finden, wäre ich Ihnen sehr dankbar, weil Sie muss sich jetzt wirklich erstmal auf die Rehabilitation konzentrieren. Es tut mir wirklich so leid. Mann, komm her. Ach, das wird schon. Wir schaffen das. Ich helfe dir und das Problem kriegen wir auch geregelt. Da haben Sie jetzt die richtige Entscheidung getroffen. Als Michelle eine Woche später nach Hause entlassen wurde, war Ex-Freund Lennart bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Mithilfe ihrer Schwester konnte die 22-Jährige ihre Schulden begleichen und hat ihr Studium wieder aufgenommen.